Die EU hat ihre Datenschutzgrundverordnung, die Entwürfe dazu, vorerst auf Eis gelegt. Es sind bisher keine Fortschritte gemacht worden in dem Gesetzgebungsverfahren der Datenschutzverordnung. Jetzt haben aber Sie einen Fall aufgedeckt in Österreich, wo Behörden Daten weitergegeben haben an Mobilfunkunternehmen. Können Sie den Fall kurz erläutern? Ja, bevor ich aber den Fall schildere, muss ich noch sagen, dass das auch einer der Bereich ist, den die Europäische Union nicht regeln kann. Ja? Das auch wäre auch eine große Geschichte, die man vernünftigerweise regeln müsste und auch könnte, wenn man wollte. Nein, stattdessen kümmert man sich um so Tabakpackungskinkerlitzchen. Der Fall war sehr interessant. Ich habe nach der EU-Wahl, als zum Teil noch in Österreich meine Plakate hingen, versucht mit meiner Familie und den Kindern, die in Krems in die Schule gehen, damit sie also leichter uns erreichen können und für uns auch leichter erreichbar sind, so einen Netztarif zu bekommen, der angeboten wurde, speziell für Familien mit Kindern. Familiennetztarif, ja. Und daraufhin haben meine Kinder und meine Frau ohne weiteres die Bonität gehabt, einen solchen Handyvertrag anmelden zu können, nur der Papa nicht. Ja? Was natürlich in dem Geschäft natürlich für entsprechende Heiterkeit gesorgt hat. Und dann bin ich der Sache auf den Grund gegangen. Und am Schluss, ich kürze das Ganze ab, nach einem wirklich zähen Bohren, ganz dicker Bretter, bin ich dahinter gekommen, dass es aus dem Justizsektor seit Jahr und Tag gegen Geldzahlungen Informationsflüsse an einen Auskunftsbetrieb gegeben hat. Und dieser Auskunftsbetrieb hat diese Daten illegal bekommen und hat sie dann weiterverhandelt, weitergeliefert, auch wiederum gegen Entgelt, gegen zum Teil sehr hohes Entgelt, an Handynetzbetreiber. Diese Auskunftsdateien sind ja ein eigenes Problem. Und die Auskünfte, die diese Auskunftsdatei bekommen hat, sind zum Teil falsch gewesen. In meinem Fall waren sie objektiv unrichtig. Und deswegen bin ich überhaupt dahinter gekommen. Ich habe dann sehr viel Druck gemacht, auch bei der früheren Justizministerin Bandian Ordner im Justizausschuss. Und es wurde dann entsprechend auch von der Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt. Und siehe da, es hat sich herausgestellt, dass seit, ich glaube, 10 Jahren bereits illegalerweise gegen enorm hohe Zahlungen Informationen über völlig unbescholtene Bürger an diese Auskunfteien geflossen sind, die dorthin gar nicht hätten fließen dürfen. Und wie wird es jetzt weitergehen im laufenden Verfahren? Da möchte ich mich nicht dazu äußern. Da sind derzeit Strafverfahren in Wien anhängig, die laufen. Es sind insgesamt, glaube ich, 9 oder 10 Verhandlungstage eingesetzt im großen Schwurgerichtssaal in Wien. Ich bin im Verfahren als Privatbeteiligter angeschlossen. Also man wird sehen, was herauskommt. Aber es ist zumindest ein kleiner Teilerfolg, aber der ist für den Normalbürger schwer erreichbar. Für mich war es möglich, weil ich in einer Anwaltskanzlei tätig bin und wirklich mit einer Zähigkeit dahinterher war. Für den Normalbürger ist das nicht so leicht. Und man sieht, welche Schutzdefizite hier tatsächlich vorhanden sind. Wenn nämlich auch Beamte unter Missbrauch ihrer Beamtenstellung illegalerweise gegen Entgelt Informationen an Auskunftsbüros weitergeben. Was raten Sie denn den anderen Betroffenen, die die Möglichkeiten, die Sie jetzt gehabt haben, die nicht offen stehen? Erstens, sich die Rechtsschutzmöglichkeit, die es schon gibt, zunutze zu machen. Das geht auch zum Teil über entsprechende Kamerunterstützung. Zweitens, natürlich, wem sein persönliches Anliegen ist, auch mit anwaltlicher Unterstützung dagegen zu kämpfen, aber vor allem nicht aufzugeben. Man hat ja dann eine Zeit lang versucht, einen im Kreis herumzuschicken bei den nach dem Datenschutzgesetz zustehenden Auskünften und einen zu narren zu halten. Nur bin ich dann drauf gekommen, dass die Informationen, die man mir gegeben hat, nicht stimmen können und habe das auch dann bewiesen. Und damit war dann klar, dass man gegen dieses Unternehmen vorgehen muss.